Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch Boxershorts nähen und zwar nach einem Freebook von Liebe Dinge. Und ich nähe da auch gerne im Sommer Badeshorts draus. Also wenn euch das interessiert, dann kann ich das auch nochmal machen. Ansonsten erstmal viel Spaß beim Video. Du brauchst zum einen natürlich das Schnittmuster. Das besteht aus drei Teilen. Einmal diesem Hauptteil, das wird zweimal zugeschnitten. Und dann gibt es einen Einsatz für hinten, für den Popo nochmal, und einen Einsatz für vorn. Und diesen vorderen Einsatz werde ich auch doppelt nähen. Dann nehme ich mir mal noch gerne eine Shorts zur Hand, die gut passt, gerade oben am Bund, denn da ist das doch bei Kindern, habe ich so festgestellt, relativ unterschiedlich und die soll ja nicht rutschen zum Schluss. Und dann geht es auch schon los. Also einmal nimmst du das Hauptteil und das wird, wie gesagt, zweimal zugeschnitten und zwar gespiegelt. Das Schnittmuster enthält in dem Fall die Nahtzugabe auch schon, also da sind 7 mm inklusive, also muss das Ganze nicht nochmal extra mit Nahtzugabe zugeschnitten werden. Dann kommt einmal hier hinten der Einsatz für den Popo nochmal und dann, wie gesagt, einmal noch das Ganze vorn. Da wird unten auch ein kleiner Abnäher eingenäht und ich habe das Ganze aus 2 Stoffen zugeschnitten, weil ich das vorne ein bisschen fester haben möchte und ein bisschen kuscheliger und genau das dann eben doppelt nehme. So sieht die Boxershorts dann aus und ich habe oben einen Wäschegummi benutzt, also der ist innen auch ganz weich, also wie man das so kennt von Boxershorts und genau den bräuchtest du auch. Dann geht es los und anfangen tue ich mit diesem vorderen Einsatz und der wird rechts auf rechts gefaltet und der Abnäher wird genäht. Und ich mache das hier auch wirklich alles mit der Overlock, also da einmal drüber nähen, das Ganze auch bei der zweiten Lage, wenn du es zweilagig machst. Und das ist auch überhaupt kein Problem mit der Overlock, weil das ja nachher innen verschwindet und verdeckt ist und eben nicht kratzt oder stört. Also hier zack, die 2 Abnäher nähen und dann sieht das Ganze auch schon so aus und wird auf rechts gewendet, so dass ja die gute Seite außen ist, logischerweise. Genau. Jetzt nimmst du dir eines von den Hauptschnittteilen, also von den großen, und da steht ja vorn und hinten dran an den Ausschnitten. Und wir fangen jetzt an, das vordere Teil einzusetzen. Und dafür nimmst du dir jetzt als allererstes einen der Einsätze, ne? Also da steht vorn, und heftest ihn rechts auf rechts da an. Spul da mal etwas vor. So, und nun wird das Ganze gedreht und gewendet und du nimmst das zweite Teil und heftest das auch rechts auf rechts daran. Das kann an dieser Rundung da ein bisschen knifflig sein, deswegen mache ich das auch immer in diesen 2 Schritten, dass ich erst die eine Seite und dann die andere anhefte. Und wenn da ein Teil ein bisschen kürzer sein sollte, was manchmal vorkommt beim Zuschneiden, dann darfst du das ruhig ein bisschen dehnen. Das legt sich nachher dann durch die Rundung schön an. Und nun wird da einmal lang genäht und alle 3 Lagen zusammengenäht. Das Ganze sieht dann so aus und auch schon richtig gut. Und wenn du es dir von beiden Seiten anguckst, siehst du eben, dass die Naht verschwunden ist und später beim Tragen eben nichts stört. Genau. Jetzt wird das zweite Teil an dieses mittlere Vorderteil angenäht. Und dafür legst du alles zusammengenähte eben so hin, dass dich die rechte Seite anguckt. Nimmst jetzt aber nur das obere Teil und klappst das untere weg. Und nun nimmst du die zweite Seite von der Hose und heftest die dort vorne ran. So, auch hier, ne, da ist die Rundung, das ist so ein bisschen fummelig dann immer. Also bitte gerne feststecken, ich nehme wieder Sicherheitsnadeln. Ja, genau, also einmal anstecken.
Wenn das Teil dann befestigt ist, geht es weiter mit der Burrito-Rolle. Das heißt, du nimmst jetzt die zwei Hauptteile, die da übereinander liegen und rollst alles schön zusammen. Und dann siehst du schon, da kommt unten das zweite angenähte, ja, vordere Teil da zum Vorschein. Und das klappst du dann über die Rolle rüber und heftest es dort an die anderen zwei Lagen. Das funktioniert oben ganz gut. Unten wird es auch wieder ein bisschen fummeliger, weil eben da die Öffnung kleiner ist. Aber da ein bisschen ziehen und dehnen und dann klappt das auch ganz gut. Ist er der Burrito und nun nähst du da einmal alles zusammen. Wenn du das mit der Overlock machst, kannst du gerne das Messer wegklappen, damit du auch auf keinen Fall irgendwas da drin unten erwischst oder eben wirklich darauf achten, dass du nur die drei Lagen zusammennähst. Ja, so sieht das Ganze dann aus und nun kannst du es auseinanderfriemeln. Also einmal alles in der Mitte da rausziehen und dann siehst du auch schon die Hose und ja, dass es richtig schön aussieht. Genau, keine einzige Naht, die stört beim Tragen. So finde ich das immer schön. Alles schön sauber. Nun fehlt natürlich noch das Einsatzteil für den Popo. Und nun legst du die Hose einfach wieder hin und nimmst dir den Einsatz für den Popo und der wird jetzt einfach dazwischen gelegt, ne? Also zwischengenäht. Einmal an die Rundung, rechts auf rechts anheften und das auch auf beiden Seiten und dann eben auch einfach mit der Overlock wieder festnähen. Da gibt es jetzt nichts Besonderes zu beachten. Wenn alles gut gesteckt ist, dann nähst du einmal an den zwei Nähten lang und hast alles schön verbunden. So sieht das Ganze dann aus und du kannst das natürlich so lassen. Meistens stört das überhaupt nicht oder du schnippst die Nahtzugabe wieder seitlich nochmal ab. Jetzt geht es mit den Beinausschnitten weiter. Und das Schnittmuster enthält unten schon eine Saumzugabe. Also du kannst jetzt einfach unten das Ganze um 2 cm umklappen. Genau, oben habe ich nochmal die Nahtzugabe gezeigt. Also schön dran denken, die ist auch schon drin, sonst wird die Hose zu groß. So, weil sich der Jersey ja da unten immer so ein bisschen wellt, habe ich das Ganze doch nochmal mit der Overlock einmal abgenäht. Weil ich finde, das näht sich dann nachher besser. Also einmal unten habe ich die ganze Kante versäubert und nun wird das eben die 2 cm nach innen umgeschlagen und dann mit einem elastischen Stich festgenäht. Ich nehme da immer einfach einen Zickzack-Stich ein bisschen weiter eingestellt und dann passt das eigentlich sehr gut. Und da empfiehlt sich also entweder so eine Saumhilfe wieder oder auch ein Handmaß. Das macht sich auch immer ganz praktisch. Und ich fange da immer auch an der Mitte vom Beinteil an. Wenn das da nämlich schon mal in den 2 cm fixiert ist, dann lässt sich das nach außen hin immer einfacher feststecken. Das ist nicht so ein Gefummel. Ich klappe immer erst die Nahtzugabe um und nähe dann die Hose zwischen den Beinen zusammen, weil ich es einfach einfacher finde und nicht so fummelig. Was dann passiert ist, dass an der Ecke da so ein bisschen zu wenig ist, ne? Also ist ja ganz klar, das Schnittmuster ist so gedacht, dass man es erst zusammennäht und dann die Nahtzugabe nach innen umklappt und es eben einmal ringsum ums Bein rumnäht. Das ist mir aber zu viel Gefummel und deswegen mache ich das immer so. Genau, das Ganze sieht dann so aus. Jetzt werden einfach da die Fäden abgezogen oder abgeschnitten. Und das funktioniert auch, denn nun nähst du da in der Mitte die beiden Teile zusammen und dann sicherst du ja die Nähte, die du gerade genäht hast, nochmal. Und deshalb kann das auch problemlos einfach
abgeschnitten werden. Genau, jetzt wieder alles zusammenstecken und dann einmal da unten alles zusammennähen. Wenn du das unten dann zusammengenäht hast, dann ist die Hose eigentlich so grob auch schon fertig. Und jetzt kommt mein Muster zur Hand, denn ja, wie gesagt, da sind die Kinder ja äußerst unterschiedlich, gerade so am Bauchumfang. Und wenn da eine Hose zur Hand ist, die oben gut sitzt und wo sich der Kleine drin wohlfühlt, dann einfach mitnehmen. Und dementsprechend habe ich eben jetzt auch das Gummibund oben zugeschnitten. Und der ist, wie gesagt, das ist wirklich von einem Wäschefabrikanten, der ist ganz weich innen drin und schön elastisch und trägt sich auch toll. Und den schneide ich jetzt eben in der Größe zu und nehme mir aber noch 2 cm Nahtzugabe mit dazu. Das darf in dem Fall ruhig ein bisschen mehr sein, denn der Gummibund wird mit einer normalen Maschine zusammengenäht und das Überlappende wird dann einfach nochmal zur Seite weggeklappt und da darf dann ruhig ein bisschen mehr Gummi vorhanden sein, damit sich das einfacher nähen lässt. Genau, also alles jetzt zusammennähen mit einem elastischen Stich natürlich. Ich nehme da gern den Dreifachgradstich, der ist elastisch, gut vernäht, hält gut und ja, ist eben auch nicht so breit, ne? Genau, so sieht das Ganze dann aus. Ne? Die Nahtzugabe ist zu beiden Seiten weggeklappt in und auch nochmal mit einem Dreifachgradstich gesichert. Und jetzt habe ich einfach den Gummibund, den ich oben rüberziehen kann und dann festnähen kann. Genau, dazu wird die Hose auf rechts gedreht und dann wird der Gummi, so mache ich es immer, einfach wie ein Bündchen oben angenäht. Wenn du diesen Gummi nicht zur Hand hast, dann kannst du natürlich auch einfach oben ein Bündchen annähen oder nochmal ein Stoffbündchen oben in dem passenden Umfang annähen und ein Gummi einziehen. Also da gibt es viele verschiedene Varianten. Ich finde halt, dass sich das so am angenehmsten trägt und auch irgendwie am coolsten aussieht, ne? Genau, jetzt oben drüber stülpen und dann einmal festnähen. Als letztes nehme ich mir dann immer die Stopfnadel und ziehe die Fäden zurück in die Nähte. Und ja, dann ist die Hose auch schon fertig. Manchmal ist das ein bisschen gefummelt, aber ich finde es immer noch die einfachste Variante von allen und ich finde, die hält auch bombenfest mit dem Faden da. Wenn du möchtest, kannst du natürlich oben den Gummi nochmal feststeppen. Das heißt, die Nahtzugabe dann nach unten klappen und nochmal festnähen. Ich fand das jetzt hier nicht notwendig. Also sie trägt sich auch so super und der Gummi liegt so auch gut. Genau, ansonsten kann man das da oben nochmal mit einem Dreifachgradstich fixieren. Ja, und so finde ich es richtig cool. Innen schön, außen schön und sie trägt sich auch toll, habe ich gehört. Genau, also wenn dir so Videos gefallen, dann abonniere gerne meinen Kanal und natürlich die Benachrichtigung auch aktivieren. Ne? Ansonsten verlinke ich dir das Freebook unten nochmal in der Infobox. Und ja, ich kann dir auch meine Nähbar ans Herz legen. Die eröffnet dann zum 1. April. Also da guck auch gerne mal in der Infobox nach. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!